Wululu, wululu. Heute ist Thema Cheaten, Bescheißen. Was ist nicht richtig daran? Leute, übrigens, hi, willkommen zurück zu Nuzlocke mit Baron wieder hier. Der Name, den sollte man sich merken, weil dieses Let's Play einfach nur der geilste Scheiß auf Erden ist. Nein, ist es nicht, aber man kann es ja gerne mal behaupten. Zumindest ich behaupte das gerne. Ja, ich behaupte es sehr gerne. Es ist mein Let's Play, dann darf ich das. Hallo. Ich muss ja auch mal ein bisschen Werbung für mich machen. Bei mir. Macht keinen Sinn, ne? Weil wenn ihr jetzt hier geguckt habt, dann seht ihr das ja schon. Ich muss mal mein Businessmodell ein bisschen überarbeiten, Sprungkick? Er? Die kleine Felsamsel hier, die will Sprungkick erlernen? Überhaupt, du kannst fliegen, was willst du springen? Okay, nee, das war falsch. Sprungkick. Bei Misserfolg Selbstschädigung. Oha. Dann stellt er sich ins Badezimmer, holt sich Rasierklingen und macht erstmal ein bisschen. Das war wieder zu böse. Nein, Thema heute bescheißen. Leute, Frage an euch direkt von vornherein. Da können wir mal ein bisschen diskutieren, das mache ich ja gerne. Cheaten, was haltet ihr davon? Wie cheatet ihr? Ist das cool oder eher nicht so? Und er tritt. Bäm, ins Gesicht. Von der Schlänge. Moin. Das ist natürlich sehr effektiv. Was sollte es auch sonst sein? Und Skinner erhält die Erfahrungspunkte seines Lebens. Es gibt ein paar Spiele, bei denen sich Cheaten eher so ein bisschen anmietet. Also ich finde, wenn man online spielt, sollte man das nicht machen. Definitiv nicht. Da gibt es ja auch zum Glück genug Dinge, um dem vorzubeugen. Und dass Cheater richtig gepackt und gebannt werden. Bin ich für. Also zumindest, wenn sie sich selber so eine gewisse Leistung verschaffen. Also wenn... Also Cheaten im Sinne von, ja, ich kann jetzt nur Headshots machen, Wallhacks oder sowas. Oder in RPGs so botten, dass man so irgendwelche Rohstoffe farmt, ohne am Rechner zu sein. Ich finde, sowas geht nicht. Das korrumpiert komplett das komplette Spielsystem und sollte man nicht machen. Weil dann macht man den anderen Leuten auch den Spaß am Spiel kaputt. Und das gehört sich nicht, finde ich. Das ist bei mir schwarze Liste, wenn nicht sogar tiefrot. Ach, jetzt wird sie wieder legendär. Ja, mach hier mal nicht so einen Aufriss. Das ist Level 2. Oh. Oh, oh, oh. Watch out, we've got a badass over here. So. Turbo-Temp. Pass auf, der zerstört mich jetzt. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber ich versuche weniger zu fluchen. Habt ihr gemerkt? Bam! Tritt ins Gesicht! Und weg ist er! Das ist sehr effektiv. Zwei Attacken von dem Vieh, von dem Archers, und ich habe ein Problem. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, also dann ist hier Phase. Nee, also wenn ihr online spielt, definitiv nicht cheaten. Auch so Call of Duty oder so Tools anhaben, das geht nicht. Das macht den anderen Leuten das kaputt. Und privat mache ich das immer so. Zumindest meistens, ich spiele das Spiel durch und danach nochmal, aber mit Cheats. Das ist geil. Aber nicht vorher. Man muss sich im Spiel auch selber was erarbeiten. Ich finde, bei Spielen ist es so, du arbeitest und dann kriegst du direkt die Belohnung und dann arbeitest du weiter und dann kriegst du noch eine größere Belohnung und siehst dann im Endeffekt auch alles, was du gemacht hast. Dafür sind Spiele da. Im echten Leben ist es ja meistens so, dass man sich auch mal gerne den Arsch aufreißen muss für irgendwelche Dinge, aber man sieht die Belohnung nicht. Man merkt nicht, warum mache ich das hier überhaupt. Ich meine, ich habe jetzt eine Seminararbeit zu 30 Seiten geschrieben über jüdische Magie und musste das auch noch für den Unterricht irgendwie umsetzen. Steht nirgendwo, muss ich eigentlich nicht machen, gehört nirgendwo zum Lehrplan. Aber warum muss ich das dann tun? Ist die Frage. Und ich sehe jetzt nicht wirklich die Relevanz davon. Das ist erstmal das. Krieg wahrscheinlich nur eine beschissene Note, weil, was machen Sie denn da, Herr Baron? Das muss ja gar nicht sein. Okay, was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass es im echten Leben mit der Belohnung gerne mal ausbleibt. Man sieht es nicht sofort, was man gemacht hat. Oder es wuchert auch schnell wieder zu. Also, solche Sachen wie Sport oder Lernen, die muss man ja kontinuierlich machen, damit sich überhaupt erstmal Erfolge zeigen. Und da ist es natürlich hinterher ein bisschen doof, weil wenn du es dann pausierst, dann merkst du gerade, wie das, was du vorher erarbeitet hast, sukzessive Schritt für Schritt wieder weggeht. Das ist doof, das ist kacke. Und deswegen ist Videospiele spielen da ein bisschen dankbarer.
Wenn du da zum Beispiel, oh Zelda, du sammelst da die Herzteile und dann hast du die irgendwann. Das ist nicht so, dass wenn du das Spiel irgendwie eine Woche liegen lässt und machst es wieder an, dass der Spielstand dann gelöscht ist. Nein, das passiert definitiv nicht. Das passiert überhaupt nicht. Wäre auch schon ziemlich frech. Das heißt, du baust nach und nach was auf und wirst dann immer besser und siehst dann direkt die Belohnung. Wenn du jetzt aber cheatest, dann zerstörst du dir diese Belohnung, weil du nicht dafür gearbeitet hast. Das ist im echten Leben anders. Wenn man da cheatet, also da sehe ich mal Cheaten genauso wie ein Lottogewinn. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Lotto gewinnst. Das ist für mich Geld-Cheat. Eigentlich. So 2 Millionen. Einfach so. Freihaus. Ohne dafür gearbeitet zu haben. Irgendwas, wo Blödheit belohnt wird. Das ist Schummeln. Im echten Leben ist das geil. Ist das geil. Weil du dann so ein bisschen aus diesem System, ich muss arbeiten, aber dann ist es ja sowieso irgendwann wieder weg, wenn ich nichts mache, dass du ein bisschen ausbrichst. Das hat eben die persönliche Relevanz, das ist ein bisschen besser. Im Spiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, gut, ich spiele jetzt mal die Sims, ist cool, super Spiel, ich mach mal jetzt ohne Bescheißen. Dann spielst du und dann denkst du, ach komm, ja, diese Kommode, könnte ich mir jetzt nicht leisten. Warte mal, Konsole auf, Motherload, kostet zwar 30 Euro, aber ich gebe mir gerade mal 50.000. Ist auch gut, ist ja so ungefähr das Gleiche. Dann bescheißt du dich selber. Das ist es, dann bescheißt du dich selber. Dann hast du auch keinen Spaß am Spiel mehr. Zumindest ich hab's nicht mehr. Wenn ich selber cheate, dann merke ich, ja, das ist ja eigentlich dann nicht so cool. Also zumindest beim ersten Durchlauf. Da muss man sich das selber erarbeitet haben. Und dann ist man auch merkwürdigerweise ein wenig stolz auf das, was man gemacht hat. Finde ich. Also ich zumindest. Beispiel bin schon. Stell mal vor, Dark Souls 1 und 2. Wenn du das durch hast, 100%, dann bist du stolz wie Rainer. Wenn du das ohne Cheats machst, ich weiß noch nicht mal, ob es da Cheats gibt. Ich habe das noch nie wirklich gespielt. Aber sehen wir das mal so. Wenn du es machst, dann bist du froh. Dann kannst du sagen, pass auf, ich habe ohne Cheats Dark Souls 100%. Ich habe alle Waffen, ich habe alle Jadeaffen gefunden, die es da in diesem Spiel so gibt. Keine Ahnung, ob es da Jadeaffen gibt. Auf jeden Fall, wenn es da Jadeaffen geben würde, dann habt ihr die alle gefunden. Seien wir mal froh drum. Okay. Partylöwe trainieren wir auch. Ich bin gerade im Laufen, also. Ich habe gerade einen Lauf im Sprechen da eigentlich. Das ist jetzt nicht so mein Favorit hier, ne? Ich glaube, da lasse ich einfach mal Spaßbremse. Partylöwe, uza, 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 ich will Party machen. Nein, Party ist nicht, Spaßbremse muss. Ja, aber fast nur Frauen im Team, kann das sein? Ich habe nur Girls. Turbo-Tempo, bringt dir nichts. Guck mal, das macht nur Pitch, Pitch, Pitch. Das kannst du so schnell machen, wie du willst. Eine Tropfe auf die heiße Steine. Also nee, da bescheißt man sich ja nur selber. Aber ich habe damals GTA Vice City gespielt. Ich glaube, ich hatte das auch so annähernd 100% mit 14. Oder war das GTA 3? Ne, ich glaube, GTA 3 war das. Was heißt hier annähernd 100%? Ich habe alle Missionen gemacht. Ich habe alle Päckchen gefunden. Also, so. Und dadurch, dass du die Päckchen gefunden hast, hast du dann dementsprechend ja auch mehr Waffen gekriegt. Und ich habe es ohne Cheats gemacht. Ich war danach stolz wie Rainer, weil ich es hingekriegt habe. Weil ich froh war, das hingekriegt zu haben. Es war viel Zeit, die da eingeflossen ist. Aber dann hat man bei GTA immer einen Spielstand, wo du richtig die Sau rauslassen kannst. Da schummelst du, bis sich die Balken biegen. Also, das muss. Das gehört einfach zum Spiel dazu. Und ich glaube, das erwarten die auch so ein bisschen. Mit Autos durch die Gegend fliegen, Unverwundbarkeitscheat, Panzerfaust und all so ein Gedöns. Und am besten der Cheat damals bei San Andreas, glaube ich. Auf der PlayStation 3 habe ich mit Priest damals immer zusammengespielt. Da gab es ja einen kooperativen Modus an der PlayStation. Oh mein Gott, das war so geil. Wie wir da immer versucht haben, in den Flughafen einzubrechen. Und dann sind wir immer auf so ein Auto gestiegen und sind dann rübergesprungen und ein bisschen geflogen. Die Flüge gingen nie so unbedingt lange. Also das waren dann vielleicht so 10 Meter und das war dann vorbei. Wir hatten ja immer so den olympischen Anspruch, dass sich einer dann auf das Flugzeug draufstellt und so ein bisschen surft, während der andere dann fliegt. Hat nie so geklappt, wie wir uns das gedacht haben. Aber muss ja auch nicht. Wir hatten Spaß. Und da gab es ja diesen geilen Cheat, dass einmal hast du ja die Möglichkeit, dein Auto unverwundbar zu machen. Und was noch besser war,
Soll ich mal versuchen? Komm, hau ihn kaputt! Bams! Ja, ist schon gut. Der Partylöwe hat's eben drauf. Die Partylöwin ist sehr korrekt. Und wir hatten dann Spaß. Also, es gab diesen Cheat. Auto unverwundbar gab's einmal und jedes Auto, was so rams, explodiert. Das ist ein geiler Scheiß gewesen. Also, das war richtig lustig. Dann fuhr einer so lang und dann... Das ist wie bei Cobra 11. Das ist 1:1 wie bei Cobra 11 gewesen. Du machst da so eine kleine Vollbremsung, titscht da so ein bisschen an und Geld bübst. Auf einmal alles fliegt in die Luft. Alles brennt. Überall. Die Luft. Erdogan fliegt aus dem Auto. Und du sitzt da vor deiner Playstation und denkst dir, geil, die Welt gehört dir. Vor allem, wenn du dann auch von so einem Motorrädern nicht runterfällst, sondern einfach weiter bretterst und dann richtig schön alles zum Explodieren bringst. Ist cool. Ist zwar nicht der Sinn des Spiels, deswegen macht man das auch nur mal kurz, wenn man gerade Lust auf ein bisschen Randale hat. Aber dafür sind meiner Meinung nach Cheats da. Das war super. Oder damals, Tony Hawk's Pro Skater 2, auch mit Cheats damals, aber da habe ich mir die nicht mit Codes, konnte man ja eingeben und dann hat man die auf einmal gehabt. Nein, da war das anders. Da habe ich das alles freigespielt. Ich habe tatsächlich diesen Story-Modus mit jedem einzelnen Skater gemacht und alles freigespielt. Sinnvoller wahrscheinlich jetzt so Kindheitserinnerungen, die dann ja im Nachhinein, wenn du es jetzt nochmal machen würdest, vielleicht in 2 Nachmittagen fertig werden. Aber für mich war das echt eine Leistung. Ich war echt froh. Ich habe damals auch mich richtig gefreut, als ich Majora's Mask auf 100% hatte. Jetzt habe ich es mir ja nochmal geholt und innerhalb von 4 Tagen hatte ich es auch auf 100%. Aber auch nicht viel. Ja, doch. Und so ein bisschen abends auf der Bettkante und dann alles machen und so ein bisschen geguckt, was brauche ich und was kann ich da tun und so weiter. Und dann lief das einfach. Aber Tony Hawk's Pro Skater 2, damals, ich weiß nicht, ob die neuen Tony Hawk's Pro Skater, ob es da überhaupt noch irgendwas hergestellt wird. Also für mich war das so ein bisschen Kindheit. Auch diese Underground 1 und 2 Geschichte. Da gab es so schöne Sachen wie unendlich Balance. Da konntest du überall rumrallen, wo du wolltest. Mondphysik, auch super. Da konnte man so die Teile der Strecken erkunden, wo man so mit normalen Mitteln nicht hinkommen konnte. Und ich fand das super, da konnte man das Spiel dann einfach nochmal ganz anders erleben. Das war gut, das hat mir Spaß gemacht. Also, ich war dann glücklich. Sehr glücklich. Ja, ja, gut. Und dafür sind Cheats da. Nicht um sich selber zu bereichern und einem das Spiel zu erleichtern. Nein, es ist meiner Meinung nach sind Cheats dafür da, um nochmal eine ganz andere Spielerfahrung zu haben, die man jetzt ohne Cheats nicht haben würde. Also, ist jetzt eine ziemlich liberale Meinung wahrscheinlich von mir, aber es ist einfach so, finde ich. Du musst dir das Spiel ja nicht dadurch kaputt machen, dass du von Anfang an anfängst zu bescheißen. Dann kannst du es auch wieder ins Regal zurückstellen. Also, das ist meine Meinung. Man muss ja sich selber auch dadurch ein bisschen belohnen, dass man sich die Belohnung erarbeitet. Es ist ja wie im echten Leben. Ist eine Parallele, aber ist was Verschiedenes. Deswegen, das hatte ich ja am Anfang erzählt. Ich glaube, dass meine Meinung da nicht so weit weg von der objektiven Wahrheit ist, wenn die überhaupt existiert. Aber ich würde gerne euch auch nochmal ein bisschen einbeziehen. Leute, erzählt mir, wann schummelt ihr und warum? Seht ihr das genauso wie ich? Oder seid ihr da komplett auf einem anderen Dampfer getrimmt? Keine Ahnung. Vielleicht erzähle ich ja auch nur Stuss und man muss sich jedes Spiel erleichtern, sonst schafft man das nicht. Aber eigentlich nicht. Obwohl manchmal Save States, ne? Ja, das ist ja auch im Prinzip Cheaten. Aber das ist ja zum Wohle des Let's Plays. Das ist ja jetzt so, dass ich dann nicht 100 Mal das gleiche Level nochmal machen möchte. Weil wenn ich keinen Bock mehr darauf habe, habt ihr auch keinen Bock mehr darauf. Das glaubt man. Zumindest wenn ich es alleine mache. Wenn ich jetzt in einem Let's Play Together irgendwelche Spiele machen würde und das Save States benutzen würde, dann wird's richtig nervig, weil da lässt du die lieber weg und man kann sich ja so ein bisschen gegenseitig hier zu schickerieren und dann ärgern und so weiter. Und Mut machen auch noch, dass man das auf dem legalen Wege eben nochmal hinkriegt. Ja. Ist natürlich für mich dann auch peinlich, wenn ich 100 Mal irgendwelche Save States setzen muss. Ist nicht so peinlich, also wenn ich jetzt das Spiel so spielen würde, wie es gedacht ist und dann immer wieder sterbe, ist es nicht so peinlich, als wenn ich mich überall von Anfang an durchsafe. Das sollte man nicht tun.
deswegen mache ich das ja gerne bei Spielen, also zumindest bei Mario Hex, wenn ich nicht weiß, wie schwierig die sind, dass ich erstmal gucke, dass ich das so ein bisschen ohne Save States hinkriege, beziehungsweise erstmal ein Save State auf der Overworld mache und dann die einzelnen Levels immer ohne Save States versuche, bis dann mir so ein Luigi-Hack ins Wohnzimmer geflödelt kommt und dann sage ich, das ist jetzt aber hier eine ganz andere Kragenweite, das mache ich mal lieber mit Save States, weil ich meine, ihr könnt euch das ja vorstellen. Stell mal vor, dir Anikitis Luigi World ohne Save States. Überlegt mal. Da hätte doch gar keiner Spaß dran, oder? Deswegen verstehe ich auch nicht, wie Raokao solche geilen Super-Hacks, diese ganzen Japano-Dinger da, schaffen kann. Ohne Save States, sagt er zumindest. Ja. Also bei so Typen wie Dram, Dram 55, also das ist ja für mich der Super Mario World Gott. Ja, das lasse ich ein bisschen wirken, finde ich. Ich meine, er hat sogar den Weltrekord im Speedrun von Super Mario World normal. Nicht Lunar Dragon, sondern Any Percent. Und hat beim AGDQ 2015 einen Speedrun von Kaizo Mario World gemacht. Das war schon... also, schon sehr, sehr vorzeigbar. War eine super Nummer. Okay, ich laber jetzt schon wieder so viel. Ich muss jetzt mal wieder Schluss machen für heute. Ich würde aber gerne mal eure Meinung zum Cheaten nochmal hören. Wann schummelt ihr? Schummelt ihr überhaupt? Und wenn ja, warum? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Okay, Party Löwe Level 7. Wenn Party Löwe Level 8, nee, Level 10 ist, dann gehen wir hier durch die große weite Welt. Ich sag erstmal Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.